Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Donnerstag. Neues und Interessantes aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Hallo, ich grüße Sie wieder zur Lausitzwelle Regionalzeit. Heute sind wir mit allem Neuen der letzten Tage für Sie in Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge unterwegs. Im Görlitzer Museum gibt es seit vergangener Woche wieder eine große Ausstellung. Unter dem Namen Überdruck – Druckgrafik aus Sachsen und der Lausitz wird zeitgenössische Kunst präsentiert. Der Görlitzer Kaisertrutz wurde zwischen 1490 und 1520 als Geschützbastei des Reichenbacher Tores errichtet. Zu dieser Zeit war er ein neuartiges Festungswerk, das den Zugang der Fernhandelsstraße Via Regia nach Görlitz schützen sollte. Heute ist dieser imposante Bau inmitten der Stadt Görlitz ein Museum. Neben Dauerausstellungen zu Themen wie Eiszeit bis ins frühe Görlitzer Mittelalter, bis Biedermeier Industrialisierung bis 1900, Galerie der Moderne, hat der Kaisertrutz ein neues museales Geschütz aufgefahren. Überdruck, zeitgenössische Druckgrafik aus Sachsen und der Lausitz heißt die Ausstellung, die seit dem 11. März bis zum 20. August im Kaisertrutz zu sehen ist. Die Schau zeigt anhand von Druckgrafiken aus den vergangenen 3 Jahrzehnten Sachsen und die Lausitz als vitale Landschaften der zeitgenössischen Kunst. Werke von mehr als 60 namhaften Künstlern aus Sachsen und der Lausitz sind zu sehen. Der Titel Überdruck greift zum einen den atmosphärischen Zustand auf, der ungeahnte Kräfte freisetzen kann. Viele Künstler charakterisieren so ihren kreativen Prozess und ihre Arbeitsweise. Druckgrafik verlangt zudem stets auch körperliche Kraft, etwa beim Vorbereiten schwerer Lithografie-Drucksteine, beim Schneiden ins harte Holz des Druckstocks oder beim Bedienen der Druckerpresse. Über Druck entstehen druckgrafische Bilder. Die Ausstellung gibt einen Überblick über prägnante Positionen und die Vielfalt druckgrafischer Techniken, um zu zeigen, dass Druckgrafik in der Gegenwart ein vielfältiges und lebendiges künstlerisches Medium ist. Sie versammelt Werke aus den Beständen des Kulturhistorischen Museums der Görlitzer Sammlungen und des Kunstfonds Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Begleitend findet außerdem ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm statt. Zum Beginn der Modernisierung der Bahnhofshalle des Görlitzer Bahnhofs war gestern Mittag großer Bahnhof im Görlitzer Hauptbahnhof. Die Deutsche Bahn hatte zu einem Pressegespräch im Kulturpunkt eingeladen, der ehemaligen Mitropa-Gaststätte, die an die Bahnhofshalle angrenzt. Bevor die Bauarbeiten zur Modernisierung der Bahnhofshalle offiziell beginnen, gaben Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaats Sachsen, Octavian Urso, Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Görlitz und Bernd Koch, Vorstandsvorsitzender der DB Station und Service, im Kulturpunkt einen Überblick über die bevorstehenden Baumaßnahmen. Für Ministerpräsident Kretschmer ist der Görlitzer Hauptbahnhof nicht nur die erste Visitenkarte der Stadt für alle, die per Bahn anreisen. Der Bahnhof ist auch ein wichtiger Faktor der Entwicklung dieser Stadt und der Region. Nur dann, wenn man super gut angebunden ist, kann man die Chancen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gut nutzen, so Kretschmer. In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz modernisiert die Deutsche Bahn bis 2025 insbesondere das Hallendach. Nach den Präsentationen fand auf dem Bahnsteig 1112 ein Fototermin zum symbolischen Baubeginn statt. Mit Warnwesten, Helmen, Arbeitshandschuhen und Stahlbürsten fingen Ministerpräsident, Oberbürgermeister und Bahnvorstand damit an, Rost von einem Fensterrahmen zu entfernen. Damit haben nun symbolisch die Arbeiten begonnen. Einen ausführlichen Bericht sehen Sie kommende Woche im Lausitzwelle Fernsehen. Ab Montag kommt es auf der Karl-Maria-von-Weber-Straße in Bischofswerda zu Verkehrseinschränkungen. Grund dafür ist der geplante Bau der Anbindung eines Trafohauses durch Sachsennetze. Die Arbeiten betreffen vor allem den Bereich an der Kreuzung Kendlerstraße und der Zufahrt zum Rewe-Einkaufsmarkt. Diese wird für die Dauer der Arbeiten wechselseitig halbseitig gesperrt. Betroffene Anwohner und Gewerbetreibende erhalten nähere Informationen über die bauausführende Firma Wärme- und Energieanlagen aus Sebnitz vor Ort. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis zum 31. März abgeschlossen sein. Auch die 6. Auflage des Ideenwettbewerbs für Innovationspreis Tourismus erfreut sich großer Resonanz bei den touristischen Akteuren im Landkreis Görlitz.
Es sind bereits 24 Bewerbungen in den drei Kategorien Kultur und Freizeit, Gastronomie und Beherbergung sowie Mobilität und touristische Infrastruktur eingereicht worden. Beteiligt hatte sich eine breite Palette an Vereinen, Initiativen und Unternehmen mit einer großen Vielfalt an Ideen und Konzepten. Aus allen Bewerbungen wurde eine Top-10-Liste der Tourismuskooperation des Landkreises Görlitz erstellt. Die eingereichten Angebote sollten die Qualität des Tourismus im Landkreis steigern, zur Verlängerung der Saison beitragen oder eine Vernetzung der Anbieter gewährleisten, so Maja Daniel-Rupplakals, Koordinatorin der Tourismuskooperation im Landkreis Görlitz. Im März wird dann durch eine Fachjury ermittelt, wer in den Kategorien ganz oben auf dem Treppchen stehen wird. Parallel zur Fachjury haben auch die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihren Publikumsliebling zu wählen. Die Abstimmung dazu findet auf der Internetseite innovationspreis.neiseland.de statt. Hoher Sachschaden ist am Montag nach einem Unfall bei Groß-Hennersdorf entstanden. Ein LKW in Richtung Oderwitz war aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 64-jährige tschechische Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird mit über 170.000 Euro angegeben. Die S128 blieb für etwa 3 Stunden voll gesperrt. Die Verkehrsbetriebe in Ostsachsen und Südbrandenburg bereiten sich aktuell auf das Deutschland-Ticket vor. Künftig soll man mit dem sogenannten 49-Euro-Ticket deutschlandweit den öffentlichen Personennahverkehr kostengünstig nutzen können. Darüber wird am 31. März im Bundesrat abgestimmt. Frühester Verkaufsstart wäre dann bereits der 4. April. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen bei den regionalen Verkehrsbetrieben daher auf Hochtouren. Der Verkehrsverbund Oberelbe, VVO, plant neben dem Deutschland-Ticket für 49 Euro im Monat auch weitere Zusatztickets für die Mitnahme weiterer Personen am Abend und am Wochenende sowie eines Fahrrads oder Hundes. Der Verkauf der Tickets soll über die verschiedenen Apps oder über eine Chipkarte erfolgen, so der VVO. In Brandenburg wird es keine Sonderregelung beim 49-Euro-Ticket geben. Fest steht bisher nur, dass im VBB-Verbundgebiet mit dem Deutschland-Ticket ein Hund unentgeltlich mitbefördert werden kann. Das sogenannte Sozialticket des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg wurde davon unabhängig am Montag bis zum Jahresende verlängert. Ob es danach auch weiterhin angeboten wird, ist derzeit nicht absehbar. Das allein in der Hauptstadt noch bis Ende April gültige 29-Euro-Ticket, welches auch auf Brandenburg ausgeweitet werden sollte, wird wohl zunächst auslaufen. Allerdings ist auch hier ein Nachfolgeticket im Gespräch, welches dann sowohl in Berlin als auch Brandenburg Gültigkeit haben könnte. Bedenken gibt es hingegen vom Bundesrechnungshof in Bezug auf die rechtliche Grundlage des Deutschland-Tickets. Wie Zeit Online schreibt, gäbe es einen Bericht an den Haushaltsausschuss, in dem auf rechtliche Risiken hingewiesen werden. Sollte die Einführung und konkrete Ausgestaltung des Tickets über eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zustande kommen, sei dies verfassungsrechtlich bedenklich, heißt es in dem Schreiben. Die Organisation des ÖPNV sei laut Grundgesetz ausschließlich Sache der Länder. Die Stadtverwaltung Görlitz verschenkt gebrauchte Kreidetafeln. Im Zuge der Umsetzung des Digitalpaktes Ende März werden rund 300 digitale Tafeln in den kommunalen Schulen installiert. Die alten Kreidetafeln möchte die Stadtverwaltung jetzt kostenlos für Bürgerinnen und Bürger, Vereine sowie andere Institutionen zur Verfügung stellen. Die magnetischen Pylonenschiebetafeln werden dafür in den kommenden Tagen und Wochen fachgerecht demontiert. Das Amt für Jugend, Schule und Sport, Soziales, bittet Interessenten, sich bis zum 28. April zu melden. Die Bahnsteighalle des Görlitzer Bahnhofs soll erneuert werden. Die Deutsche Bahn hatte deshalb zu einem Pressegespräch in den Kulturpunkt im Görlitzer Hauptbahnhof geladen, um über das Bauvorhaben zu informieren. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu und Bernd Koch, Vorstandsvorsitzender der DB Station and Service AG, gaben gemeinsam einen Überblick über die geplanten Baumaßnahmen. Ganz konkret werden die historischen Glaswände ausgetauscht, die Tragkonstruktion wird grundhaft erneuert und die Beleuchtung modernisiert. Zudem sollen die einzigartigen Einhausungen der Treppenaufgänge denkmalgerecht saniert werden. Der Bahnsteig 910 soll außerdem einen Aufzug erhalten, um barrierefrei erreichbar zu sein.
Oberbürgermeister Octavian Ursu verwies darauf, dass sich das sanierte Bahnhofsareal dann einbettet in weitere Sanierungs- und Umbauarbeiten im Umfeld des Bahnhofs. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt soweit sind und wir tun unser Rat dazu. Wir entwickeln diese ganze Stadtteilgebiet mit. Wenn Sie sich anschauen, gegenüber Landratsamt wird immer noch gebaut und weiter entwickelt. Senckenberg gegenüber wird gebaut. Dort diesen Park haben wir mit FL-Mitteln weiterentwickelt und ist ein Schmuckstück geworden. Übrigens als Vorzeigeprojekt im FL-Programm. Das wird jetzt abgearbeitet und gezeigt. Und auch Südausgang, auch dort werden wir was tun, unser Part dazu tun mit unserer ÖPNV-Modellstadt. Der Bahnhof in Görlitz ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Bahnverkehr zwischen Deutschland und dem östlichen Ausland. Sehr deutlich kritisierte der Ministerpräsident daher insbesondere die Verkehrspolitik des Bundes. Ich will Ihnen sagen, ich bin nicht nur unzufrieden, ich bin auch bis zu einem gewissen Punkt auch schon wütend. Das ist in Sonntagsreden immer heißt, also der Osten ist uns ganz besonders wichtig und Osteuropa muss eine besondere Bedeutung haben. Es gibt nicht eine einzige Schnellzugverbindung von Deutschland nach Osteuropa. Keine einzige. Es gibt ganz viele Verbindungen in den Süden, in den Norden, in den Westen. Es gibt nicht eine einzige Schnellzugverbindung. Und es ist vollkommen klar, dass dort in der Ukraine und in anderen Regionen östlich von uns in Zukunft ganz viel passieren wird. Was will man denn noch mehr, als dass zwei Bundesländer 1,6 Milliarden Euro in die Hand nehmen und sagen, das machen wir jetzt, wir wollen das. Wir wollen die erste Schnellzugverbindung hier haben. Jetzt diskutieren wir über die Frage von Wirtschaftlichkeitslücken und es gibt Menschen, die sagen, also wenn die Strecke bis 38 nicht fertig wird, dann müssen die Länder in Zukunft das finanzielle Risiko übernehmen. Ich will Ihnen sagen, ich verhandle da auch nicht mehr weiter. Wir haben eine Vereinbarung, wir haben Gesetze. Wir haben, und da bin ich mir mit Dietmar Woidke sehr, sehr einig, wir haben eine Vereinbarung mit einer Bundesregierung. Der Wert der Bundesrepublik Deutschland besteht darin, dass man auch über Regierungswechsel hinaus sich aufeinander verlassen konnte bisher, und das muss jetzt auch jetzt gelten. Wir wollen diese Verbindung, sie ist eine Chance für diese Region, sie ist eine Notwendigkeit für Deutschland und Europa, und jetzt muss es endlich losgehen. Ich wünsche mir sehr, dass die Stadt Görlitz und der Landkreis von diesen vielen Chancen dieses Strukturwandels jetzt wirklich profitieren. Ich glaube, wir haben die richtigen Prioritäten gesetzt im Bereich der Wissenschaft, im Bereich auch des Verkehrs. Jetzt müssen sich die Dinge realisieren und jeder Tag, der vergeht, ist schade, weil wir sehen, wie gerade in Berlin sich der Speckgürtel immer weiter entwickelt, wie Orte, die bisher so ein bisschen außen vor waren, Neustrelitz, Brandenburg, andere, auf einmal erschlossen sind, weil dort eine schnelle Zugverbindung war. Das wollen wir für Görlitz in gleicher Weise ermöglichen. Symbolisch wurde anschließend Hand angelegt. Der Ministerpräsident rückte gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, dem Rost, wortwörtlich auf die Pelle. Rund 33,5 Millionen Euro sollen insgesamt bis 2025 in die umfassende Erneuerung fließen. Der Großteil kommt aus Bundesmitteln, aber auch der Freistaat Sachsen ist finanziell beteiligt. Die Investitionen für die Modernisierung sind Teil der gemeinsamen Rahmenvereinbarung zwischen der DB und dem Freistaat. In Summe sollen in den kommenden Jahren rund 82 Millionen Euro in attraktivere Stationen, mehr Barrierefreiheit und bessere Reisendeninformationen fließen. Bis 2031 ist die Modernisierung von 6 Bahnhöfen in Sachsen durch die Deutsche Bahn vorgesehen. Auf dem Westteil des Görlitzer Elisabethplatzes wurden die teils rund 150 Jahre alten Bäume abgeholzt. 12 weißblühende Rosskastanien sowie 4 Winter- und Sommerlinden fielen wortwörtlich der Kettensäge zum Opfer. Dieser alleeähnlich angeordnete Baumbestand hatte historische Bedeutung. Man hat dann überlegt, was macht man mit dieser Stelle, wo die Stadtmauer stand, und hat sich dann entschlossen, so nach dem Vorbild anderer preußischer Städte so eine ganz großzügige Allee anzulegen. Ursprünglich, es wird erzählt, dass das eigentlich bis zur Neiße runtergehen sollte, aber heute endet es eben da an der Ostseite des Platzes. Und diese ursprüngliche Planung, die wir in
Restbeständen ja heute noch nachempfinden können, sah so aus, dass wir also zwei doppelreihige Baumreihen hatten, also nördlich und südlich des Platzes. Außen waren Linden gepflanzt und in der zur Mitte hin waren Rosskastanien gepflanzt. Die Entfernung der Bäume hatte natürlich Gründe. Nach Einschätzung von Experten war der Bestand bereits angegriffen. Es ist ja erfreulich, dass viele Görlitzerinnen und Görlitzer heute penibel darauf achten, ob Bäume gefällt werden oder nicht. Und sie wissen um den Wert der Bäume. Also 20% waren noch da. Und auch da war die fachliche Einschätzung, dass es sich nicht lohnt, hier zuzuwarten, sondern es war zu erwarten, dass in den nächsten 10 Jahren auch diese Bäume abgängig sein werden. Geplant ist außerdem, den Platz wieder im alten, historischen Glanz erstrahlen zu lassen. Die Aufgabe besteht darin, einmal die Bedingungen für unsere Markthändler zu verbessern. Das betrifft vor allen Dingen auch die technischen Medien und die Erschließung. Und dieser Platz soll also über das Marktgeschehen hinaus natürlich auch noch für andere Veranstaltungen genutzt werden. Und da werden jetzt die Voraussetzungen geschaffen. Der Stadtrat hat einen, wenn man so will, einen Auftrag erteilt, jetzt Planungen im Detail zu entwickeln. Und im Endzustand, also wir rechnen damit, dass das im Sommer 2024 soweit sein wird, gegebenenfalls im Herbst 2024, werden wir nahezu wieder den historischen Zustand wiederhergestellt haben, wie er um 1850 gedacht war. Heißt im Klartext, dass die gefällten Bäume natürlich ersetzt werden. Im Zuge der Neugestaltung des Platzes sind zweireihige Neupflanzungen vorgesehen. Bis die Bäume mal wieder so hoch sind, wie sie waren, werden natürlich einige Jährchen vergehen. Aber das gehört auch zu unserem Geschäft. Wir fassen heute Entscheidungen, von denen dann zum Teil unsere Kinder erst profitieren werden. Aber das gehört mit dazu. Vergangene Woche lud der Görlitzer Ratsarchivar Siegfried Horre ein, um ein besonderes Buch vorzustellen. Auch Bürgermeister Benedikt Hummel war vor Ort. Um was für ein Buch es sich genau handelt, das sehen Sie jetzt. Der Görlitzer Ratsarchivar Siegfried Hoche hat Medienvertreter vergangene Woche in den Wappensaal des Ratsarchivs eingeladen, um ein besonderes Buch vorzustellen. Es erschien soeben im Verlag Gunter Oettel anlässlich des 950-jährigen Bestehens der Stadt Görlitz und trägt den Titel Ratsarchiv Görlitz – Das Gedächtnis der Stadt. Bürgermeister Benedikt Hummel leitete in die Präsentation ein. Sein Vorgänger Michael Wieler hatte die Anregung für dieses Buch gegeben. Neben dem 950. Stadtjubiläum ist die Bewerbung um den Welterbetitel als spätmittelalterliche Handels- und Gewerbestadt im Zuge der sogenannten kommerziellen Revolution Anlass für dieses Buch, das nur im Ratsarchiv von Görlitz erhältlich ist. Es umfasst 180 Seiten und ist versehen mit Fotos und Kopien von Dokumenten. Das Buch fasst eine Aufsatzsammlung zur Stadtgeschichte und zur Forschungsgeschichte des Ratsarchivs zusammen. Dabei wurden ältere Aufsätze unter anderem der verdienstvollen Ratsarchivare Richard Jecht und Peter Wenzel nochmals editiert. Lausitzwelle verlost 3 Exemplare dieses Buches. Schreiben Sie uns, was dieses Buch für Sie interessant und lesenswert macht und warum gerade Sie dieses Buch gewinnen sollten. Senden Sie einfach eine Mail an info@lausitzwelle.de. Auch Schulklassen, die sich mit der Geschichte von Görlitz beschäftigen und vielleicht einen Besuch im Ratsarchiv planen, sind angesprochen. Liebe Zuschauer, das war die Regionalzeit aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Morgen sind wir dann in der Niederlausitzer Heide und dem Elbe-Elsterland für Sie unterwegs. Seien Sie ab 18.30 Uhr also wieder mit dabei. Bis dahin einen schönen Abend. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.